Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit mir, Eric Oliver Mechler. Ja, vor wenigen Tagen hat mich eine Frage erreicht und zwar wollte jemand wissen, ob man auch mit iCam Live auf Instagram einen Livestream starten kann. Und diese Frage möchte ich heute beantworten. Die kurze Antwort ist nein, direkt mit iCam Live kann man keinen Livestream auf Instagram starten. Denn Instagram hat die API noch gar nicht freigegeben und somit gibt es keine direkte Verbindung. Nun, aber, jetzt muss man einfach wissen, es gibt ein Programm und mehrere Programme, die eigentlich diese Sperre umgehen und mit dem man dann trotzdem einen Livestream am Computer starten kann. Und ja, dieses Programm, das ich euch vorstellen möchte, kann man dann mit einem RTMP-Key, also mit iCam Live oder auch OBS verbinden und somit eigentlich auch am Computer, so wie ich jetzt hier bin, einen Livestream starten. Und ich zeige euch gleich, wie das geht. Als erstes müsst ihr natürlich das Programm herunterladen. Und dafür geht ihr einfach unter yellowduck.tv und dann könnt ihr das Programm herunterladen. Wie gesagt, man kann es mit OBS verbinden oder auch mit iCam Live. Ihr wisst, iCam Live ist ja eine Mac-only-Software, also muss ich natürlich die Mac-Software herunterladen, aber die mit einem PC arbeiten, die können den Windows herunterladen und dann das Ganze dort in OBS mit dem RTMP-Key verbinden. Aber der Weg ist dann genau gleich. Also, nachdem ihr es heruntergeladen habt, müsst ihr das Programm natürlich installieren und dann könnt ihr es öffnen. Ja, und sobald ihr das Programm geöffnet habt, dann sieht das Ganze so aus und jetzt könnt ihr eigentlich hier direkt eure Zugangsdaten eingeben von Instagram und dann auf Login klicken und dann öffnet sich ein neues Fenster. Jetzt noch eine kurze Warnung. Wie gesagt, dieser Umweg, dieser kleine Trick verstößt eigentlich gegen die Instagram AGBs. Das heißt, es ist nicht ganz legal. Ich mache jetzt extra Anführungs- und Schlusszeichen. Denn wenn Instagram merkt, dass ihr diesen Weg nehmt und wenn ihr da zu oft das verwendet und auch vermutlich Unsinn damit anstellt, dann kann die Strafe von Instagram sehr drastisch ausfallen. Zum Beispiel kann Instagram dann euer ganzes Instagram-Konto löschen. Ich habe dieses Programm jetzt schon öfters verwendet und hatte bisher nie Probleme, aber ich muss auch ehrlich sagen, ich bin kein großer Instagrammer. Ich habe nur ein paar hundert Follower. Ich habe also nicht ein sogenanntes Influencer-Dasein auf Instagram und damit werde ich wohl noch toleriert. Aber eben, die Strafe kann sein, dass mir Instagram mein ganzes Konto löscht. Das muss man einfach wissen. Wenn ihr euch eingeloggt habt, dann seht ihr hier jetzt, das ist ja mein Konto hier, Eric Anderlein Mechler, und hier seht ihr den RTMP-Key und den Stream-Key. Und den müsst ihr einfach unten rechts bei iCam Live eingeben im RTMP-Key, also die URL und halt hier den Stream-Key. Aber denkt daran, diesen Stream-Key gebt ihr nicht weiter. Denn jeder, der diesen Code hat, könnte theoretisch über euer Konto livestreamen. Und das wollt ihr ja nicht. Also diesen Code nie zeigen. Wenn ihr das dann gemacht habt und ihr rechts unten bei iCam Live den RTMP-Key ausgewählt habt, dann könnt ihr eigentlich direkt live gehen, indem ihr auf iCam Live auf Live gehen klickt. Und dann müsst ihr noch am Programm hier ebenfalls auf Start Broadcast klicken. Ihr seht hier rechts oben den Status des Programmes. Gerade bin ich noch nicht live, aber das werde ich gleich machen. Und dann müsst ihr es auch hier wieder beenden. Also, auch wenn ihr den Knopf auf iCam Live gedrückt habt, ihr müsst den hier auf diesem Programm ebenfalls drücken, damit die Verbindung aufgebaut wird. Ich persönlich habe jetzt auf iCam Live mir ein neues Profil angelegt und habe mir die Auflösung im Hochformat eingestellt, denn so kann ich auch dort wieder mit iCam Live und Overlays arbeiten. Und das möchte ich euch jetzt natürlich auch gleich zeigen. Ja, und jetzt starte ich mal kurz einen Livestream auf Instagram. Ich werde ihn hier gleich einblenden und laufen lassen. Ihr könnt ihn auch direkt in meinem Instagram-Konto sehen. Ich werde hier noch den Namen einblenden. Geht hin und schaut es euch an und dann seht ihr, dass die Qualität eigentlich sehr, sehr gut ist.
So, also wie ihr jetzt sehen könnt, ich habe hier jetzt die hochformatige Auflösung von eCam aktiviert. Ich habe mir drei Szenen gemacht. Einerseits hier meine normale Hauptszene. Da kann ich den Titel-Overlay aktivieren, deaktivieren. Das ist nichts Neues. Dann habe ich hier natürlich noch Screenshare aktiviert, also die Webseite von Yellow Duck habe ich hier noch aktiviert. Ich habe einfach noch die mobile Ansicht im Browser aktiviert, damit auch wirklich alles sichtbar ist, weil ihr wisst ja, sonst ist das im Querformat und fast nicht mehr lesbar. Und dann habe ich noch hier kurz mein Smartphone verbunden, wie man hier sehen kann. Und da habe ich noch Instagram geöffnet. Und ja, jetzt kann ich live gehen. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Livestream, jetzt auf Instagram. Ihr seid gerade Teil meines kleinen Experiments, meines Videos zum Thema, wie man eCam Live mit Instagram verbinden kann, um da gleich einen Livestream machen zu können. Und ja, das möchte ich natürlich Mit gleich Instagram mal verbinden kann, ausprobieren um und da zeigen. gleich einen Livestream machen zu können. So. Jetzt habe ich gerade mein Handy deaktivieren müssen, also lautlos stellen müssen, denn ich ja nehme ja gerade ein kleines Video auf. Wie ihr sehen könnt, es funktioniert alles sehr schön. Also ihr seht jetzt hier meine kleine Hauptszene, die ich gemacht habe in eCam Live. Ich kann natürlich auch kurz zu meinem Handy Also ihr seht jetzt umschalten. hier, wie man hier Meine sieht. kleine Hauptszene, die ich gemacht habe. Wie man gerade gehört hat, der Ton funktioniert ebenfalls. Und jetzt seht ihr hier, wie das Ganze gerade in meinem Account aussieht, wie man hier sehen kann. Hier sieht man, wer kommentiert hat, wer was schreibt, wer zuschaut und so weiter und so fort. Also ihr seht, das Ganze funktioniert sehr gut, direkt auch am Computer. Ja, jetzt fragt ihr euch sicherlich, wie habe ich das gemacht? Ihr da auf Instagram möchtet ihr vielleicht wissen, wie ich das gemacht habe. Ich verwende hier gerade ein kleines Programm zusätzlich zu eCam Live, aber ihr könnt natürlich auch OBS verwenden. Und zwar Ist dieses kleine Programm? heißt dieses kleine Programm Yellow Duck. Das findet man hier unter yellowduck.tv. Das ist ein zusätzliches Programm, das man installieren kann auf seinem Computer. Es gibt es, wie man hier sehen kann, für Windows und für Mac, was sehr, sehr praktisch ist. Einfach installieren und danach braucht ihr noch eine zusätzliche Software, wie ich jetzt gerade hier verwende, eCam Live, damit ich das Ganze auch ein bisschen schön darstellen kann. Also ich kann da auch wirklich wie am Computer meine Ansicht anpassen. Ich kann Overlays hinzuladen, ich kann Musik machen und so weiter und so fort. Kann ich also hier verbinden. Da verwende ich den RTMP-Key, der mir dieses Programm Yellow Duck gibt und dann kann ich mich verbinden. Es ist egal, es funktioniert natürlich auch für OBS. Also es ist ganz, ganz schön. Jetzt müsst ihr einfach wissen, ihr da draußen im Instagram-Universum, wie ich so schön sage, ihr müsst einfach wissen, dieser kleine Weg hier, der ist nicht ganz legal. Er kann nämlich Ärger bedeuten, denn ich verstoße eigentlich damit mit der Verwendung von Yellow Duck gegen die AGBs von Instagram. Und ja, Instagram könnte jetzt mein Konto sperren, löschen und alles entfernen, was ich auf Instagram je gemacht habe. Das ist einfach ein Risiko, das man sich bewusst sein muss. Weil sonst bleibt wirklich nur der Weg, dass man hier wirklich direkt über das Gerät online geht, ohne dass man irgendwie den Umweg über eCam Live oder OBS macht. Wie gesagt, das ist eigentlich eine coole Sache. Wie man hier sehen kann, hat auch schon wieder der Roger kommentiert. Hallo Roger, herzlich willkommen. Er lacht mich hier aus oder uns aus. Ich weiß es ja nicht. Genau, was man hier vielleicht noch wissen muss, ist, wenn ich jetzt Yellow Duck verwende, die Kommentare, die sehe ich nicht. Also ich habe keine Möglichkeit, dass ich die irgendwie innerhalb von eCam Live einblende. Ich muss eigentlich also entweder die Kamera hier dazwischen schalten, damit ich sehe, dass hier jemand zuschaut. Wir haben jetzt zwei Zuschauer. Einmal bin ich das wohl und einmal der Roger. Und ja, da muss ich also entweder das Handy neben mir lagern oder dann irgendwie hier die Kommentare versuchen, schön einzubinden mit einem Screenshare-Overlay. Obwohl, ob das klappt, mag ich zu bezweifeln, weil ihr seht ja hier, sieht es schon ziemlich komisch aus mit
diesem Echo, das ich da ja irgendwie drauf habe. Einfach, das muss man wissen. Ja, ihr habt jetzt gesehen, es ist möglich, mit Instagram und iCam Live oder OBS live zu gehen. Das ist möglich, das ist sehr einfach eigentlich, aber es ist nicht ganz legal. Ja, ich bedanke mich jetzt kurz bei den Instagram-Leuten, bei Roger fürs Zuschauen. Ich bin gespannt, wie das nachher aussieht auf meinem Handy selber. Wie ich ja gesehen habe, läuft eigentlich alles. Ja, dann wünsche ich euch jetzt da draußen im Instagram noch einen schönen Nachmittag. Ich bin jetzt weiter am Filmchen aufdrehen, am Filmchen drehen, nicht aufdrehen, ja, für meinen YouTube-Kanal. Also abonniert meinen YouTube-Kanal, denkt daran, schön Daumen hoch, abonnieren klicken und dann seht ihr auch das Resultat von diesem Video. Das wird am Morgen live gehen. Ja, ich wünsche euch jetzt einen schönen Nachmittag. Bis dann. Tschüss damit, ciao. So, ihr habt jetzt gesehen, es ist gar nicht so schwer eigentlich mit iCam Live oder natürlich OBS, das möchte ich auch noch erwähnen, einen Livestream auf Instagram zu machen. Wie gesagt, es ist nicht ganz legal und es kann bedeuten, dass euer Konto gelöscht wird, aber wem das egal ist, wer hier einfach Spaß haben möchte, für den ist das ein wirklich genialer Weg. Ich hoffe natürlich, dass Instagram in den nächsten Monaten, vielleicht auch Jahre, mal diesen Weg freigibt, denn ich verstehe selbst nicht, warum sie das nicht machen wollen. Immerhin gibt es ja die Livestream-Funktion auf Facebook bereits, aber ja, Zuckerberg und die Amerikaner sind ja nicht immer ganz logisch, das wissen wir alle. Ja, wenn ihr eine Frage dazu habt, stellt sie mir unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Gebt mir einen Daumen hoch oder einen Daumen runter, wenn es euch gefallen hat oder nicht gefallen hat. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren, meinen YouTube-Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, dann, ciao.